Hallo, liebe Mitchristinnen und Mitchristen. Heute möchte ich Ihnen den letzten Teil der Jona-Geschichte vorstellen. Jona hat noch eine ganze Menge zu lernen und wir mit ihm. Ob's gelingt? So feiern wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang, unser Ende und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, so heißt es im Lukasevangelium. Lasst uns beten. Du Gott des Lebens, dein Wort gibt uns täglich neuen Mut. Lass uns auch heute auf das hören, was du uns sagst. Hilf uns, nach deinem Willen zu leben, dass wir dich und unseren Nächsten lieben. In Jesu Namen. Amen. Nachdem Jona also einen ziemlichen Umweg über das Mittelmeer gemacht hatte, um Gottes Auftrag zu entgehen, und nachdem er von dem Fisch wieder an Land gespuckt worden war, erging das Wort Gottes zum zweiten Mal an Jona. Geh in die Stadt Ninive und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Und Jona ging nach Ninive, der Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Die Stadt war ungeheuer groß. Man sagte, man brauche 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging mitten in die Stadt. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Dann verließ er die Stadt, ging auf einen Hügel außerhalb der Stadt und ließ sich dort nieder. Er baute sich ein Laubdach und setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit dieser Stadt geschehen würde. Jonas Predigt hatte Wirkung. Die Menschen waren erschrocken und setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten. Selbst der König fastete. Und er verlangte es von allen Einwohnern Ninives, Menschen und Tieren. Sie sollten laut zu Gott rufen und zu ihm beten. Und vor allem, alle sollten von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht ließe sich Gott noch umstimmen und ließe sie am Leben. Und Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da taten sie ihm leid. Er wollte sie nicht mehr vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel dem Jona ja gar nicht. Er wurde zornig. Ach Gott, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nicht kommen. Ich wusste es doch, dass du gnädig bist. Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du ankündigst, das tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück. Sterben will ich. Das ist besser als Leben. Und Gott fragte ihn, hast du ein Recht,
so zornig zu sein? Da ließ Gott eine Rezinusstaude über Jona aufwachsen, die sollte ihm Schatten spenden und seinen Ärger vertreiben. Und Jona freute sich über diese wunderbare Pflanze. Früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm, der nagte die Pflanze an, sodass sie verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind aufkommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich wiederum den Tod. Aber Gott fragte ihn: Hast du ein Recht, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte Gott: Schau her, du hast diese Pflanze nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh? Ja, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, Jona ist ein ziemlich spezieller Kandidat, den Gott sich da ausgesucht hat. Er wäre wahrscheinlich gerne zu Hause geblieben und hätte weiterhin dem Volk Gottes die Liebe Gottes gepredigt. Er verweigert den Auftrag und merkt doch schnell, wie abhängig sein eigenes Leben von Gott ist. Seine Rettung lässt er sich gerne gefallen. Auch die schattengebende Pflanze nimmt er gerne hin. Aber die Unheilspredigt über Ninive, um die Menschen aufzurütteln und zur Umkehr von ihrem falschen Weg und ihren falschen Einstellungen zu bringen, die hält er nur widerwillig. Vielleicht lag es nur daran, dass Ninive die Hauptstadt von Assyrien war. Assyrien beanspruchte die Hoheit über Israel. Zum Feind zu gehen und eine solche Predigt zu halten, das ist wohl wirklich nicht einfach. Aber große Mühe hat er sich bei seiner Einsatzpredigt nun wirklich nicht gemacht. Er hat der erneuernden Liebe Gottes zwar auftragsgemäß seinen Mund geliehen, aber sein Herz und seinen Kopf und auch die Solidarität mit den Niniviten ganz gewiss nicht. Eine ganz ähnliche Geschichte erzählt Jesus, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der um das Erbe des Vaters bittet, um sich eine eigene Zukunft aufbauen zu können. Wir kennen die Geschichte, er scheitert kläglich und kehrt zurück, nachdem er bei den Schweinen gelandet ist. Er will den Vater bitten, ihn als Knecht wieder aufzunehmen. Aber der Vater freut sich über die Rückkehr seines Sohnes und lässt ein Willkommensfest vorbereiten. Der ältere Bruder kommt von der Feldarbeit und hört das Lachen und Feiern und weigert sich, mit seinem Bruder die Rückkehr zu feiern. Der Vater bittet ihn, mitzufeiern: Du bist doch immer bei mir. Dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Du solltest dich mit uns darüber freuen. Jesus wendet sich immer wieder den Zöllnern und Sündern zu und erregt dadurch
den Unmut der Frommen. Es scheint schwierig zu sein, wenn fromme Menschen die Gnade Gottes aushalten müssen, die anderen gilt. Ihr Gerechtigkeitsempfinden und die Gnade Gottes passen manchmal nicht zusammen. Kann es wirklich sein, dass Gott keine Unterschiede macht zwischen denen, die immer schon an sein Wort sich halten und denen, die einiges auf dem Kerbholz haben und jetzt erst anfangen zu glauben? Es scheint, als stünde ein Gott, der sich strikt an das Recht und die Gerechtigkeit halten würde, einem anderen Gott gegenüber, der sich barmherzig auf die Glaubenden und auf seine Schöpfung bezieht. Aber Gott vereint beides in sich, die Gerechtigkeit und die Gnade. Gott sei Dank. Die Jona-Geschichte und auch die Jesus-Geschichte halten uns also eine Art Spiegel vor. Sie fordern uns auf, ein weites Herz zu haben, auch für die, die nicht wissen, was rechts und links ist, also die Gottes gute Gebote zu gelingendem Leben und Freiheit und guter Gemeinschaft vielleicht noch nicht kennen. Sie sind genauso Gottes Geschöpfe wie wir, und ihr Wohl und Heil liegt Gott ebenfalls am Herzen. Wenn Gott ihnen gnädig ist, sollten wir sie auch mit offenen Armen und vor allem offenem Herzen empfangen. Amen. Lasst uns beten. Gott, wir gehören zu deiner Gemeinde. Wir gehen deinen Spuren nach. Gib uns ein weites Herz für die, die nicht schon immer zu dir gehört haben. Hilf uns, dass wir ihnen den Glauben nicht gleich wieder absprechen. Sei uns gnädig, damit wir auch anderen gnädig sein können. Wir bitten dich um Frieden für uns und alle Menschen. Lass Frieden einziehen in unseren Familien. Schenke Verständigung zwischen den Völkern. Für deine Schöpfung schenke uns den Willen, sie zu bewahren und zu erhalten. Sei bei allen, die dieses Leben bald wieder in deine Hände zurücklegen. Gib ihnen Vertrauen in deine Treue. Vor allem gib uns allen den Frieden, der alles begreifen, denken und Hoffen übersteigt. Gib uns den Frieden, der du selbst bist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne dich der Herr, der dich und uns alle erschaffen hat. Es behüte dich der Sohn, der für dich und für die vielen am Kreuz gelitten hat. Es erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir und uns allen lebt und wirkt. Amen. Ja, ihr Lieben, vielleicht sehen wir uns ja einmal in der offenen Michaelskirche. In diesen Sommerferien ist die Michaelskirche
mittwochs von 10 bis 12 und donnerstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Herzlich willkommen. Jetzt wünschen wir einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Bleiben Sie behütet. Auf Wiedersehen. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen. Dass Friede werde unter uns, da berührt sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden, und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.